Jetzt bin ich im unteren Stockwerk hinter so einer Mauer. Ohne Witz, ich glaube, ich komme hier nicht raus. Hey, du Oh bist. doch, ich konnte durch die Mauer laufen. Ich konnte durch die Mauer laufen. Ich lock jetzt aus, ne? Alter, Alter. Ich Was? versuch's auch. So, jetzt geht's weiter. Ah, okay. Ja, ich chill erstmal eine Runde. Was mit diesen Zittern, das ist auch so eine Sache, ne? Ohne Witz, ich konnte die echt nicht sehen, Alter. Ich weiß immer noch, ich hab die immer noch nicht gesehen. Alter, im Haus! Gerade rüber, gerade Ja, aber da rüber. war direkt eine Da sind Tan. zwei Häuser. Da war direkt Rechts eine. und links ist ein Haus und in der Ja. Mitte ist, Ja, da war aber. dahinter ist noch ein Haus. Da sind die auf dem Dach. Da war direkt bei mir eine Tanne davor. Quatsch, ich konnte die doch auch sehen, von jedem Raum aus. Die sind da aber nicht mehr. Kann ja sein, dass die noch nicht wieder drin sind. Ich hab Husten. Toll. Boah, bis sich diese scheiß Sanduhr da gefüllt hat, ne? Alter. Bist du bewusstlos? Ja, wenn man in Combat Lock rausgeht, dann kriegt man Bewusstlosigkeit für ein paar Minuten. Lol. Das ist als Strafe. Für ein paar Minuten. Mach Ja, du ohne mal lieber Witz. jetzt die Aufnahme. Ja, ganz genau, ganz genau. Da kann man dann sehen, wie ich so in den Himmel schaue und Grashalme über meinen Kopf hin und her wehen. Ich wollte jetzt hier aber keine 5 Sekunden Stunden rumhängen. Die ist gerade neue Sachen im Supermarkt gespawnt. Ja, die sollten wir uns snacken. Wo bist denn du jetzt? Ich bin gleich bei der Hälfte. Kannst ja noch mal ein bisschen spotten, ob du die auf der anderen Seite bei dem Gebäude siehst, da. Ich suche dich gerade, aber irgendwie finde ich dich nicht. Am Ende vom Gebäude, also auf der Seite, auf der wir schon waren, da am Ende und dahinter. Draußen. Die sind da nicht mehr. Also kann sein, dass die jetzt noch reinloggen. Oder kann sein, dass die jetzt aufgehört haben. Boah. Ne, die haben jetzt angefangen. Angefangen. Ach du Ja. Scheiße. So wie wir. Es endet nie. Das ist unsere längste Aufnahmesession, glaube ich. Quatsch, da hatten wir schon längere. Länger als 3 Stunden? Schon den ganzen Tag mal. Von 12 bis um 5 oder so. Da haben wir aber nicht aufgenommen. Glaube ich nicht. Was war das meiste, was ich hatte? Ich glaube, ich hatte mal. Wie viel? 12 hatte ich auf jeden Fall schon mal. 12 Stunden. Und. Nee, 12 Videos. Was habe ich da schon 12 Stunden? Ich glaube, 12 war das Maximum. Das wären ja dann 3 Stunden. Ohne Witz, du bist jetzt auch schon bei 12. Nee, ich glaube nicht, wir hatten zwischendurch aber so ein bisschen. Aber 10 bestimmt. Das heißt, das wäre bis Part. Wo war ich? Ich glaube, weiß gar nicht, wo ich war. 155? Ich habe eine Mountain Dew gefunden. Geil. Ich bin ja bewusstlos. Oh Mann, ey. Ich habe die Hälfte vom unteren Teil der Sanduhr habe ich jetzt. Jetzt ohne Scheiß, so lange dauert das? Wie lange soll ich denn jetzt hier noch warten? Ich bin jetzt doch so gut wie fertig. Die Zombies kreisen mich ein. Hä, wie hast du überhaupt Zombies angelockt? Gar nicht, die kamen mir einfach rein. Ja, dann gehen die auch einfach wieder raus. Genio. Genio. Der kriegt, die gibt dir gleich eine Milchkanone, ey. Pass mal hier auf. Mit Damon ist schon wieder tot. Ja, gleich ist es soweit. Ich kann mich jetzt schon mal aufwärmen. Die Zombies jetzt zu dir hingehen und dich auffressen. Ja, klar, weil ich gerade so viel Aufsehen errege beim Bewusstlossein. Alter! Hast du dir die Eier gefault? Jetzt lässt du dich einfach so totschlagen. Ohne Scheiß, ich hatte echt einfach mit 12.000 Blut K.O. geschlagen. Was? Was denn? Du K.O. geschlagen?
Mich hat keiner K.O. geschlagen, das war eine Geschichte. Ach so, Gott. Ach, das schon. Das war mal so. Ich hab Husten und muss jetzt alle 5 Sekunden husten. Oh nein, dann stirbst du. Quatsch. Doch, dann verliert man 3 Blut. Rennst du da gerade draußen rum? Würde ich mal sagen, ja. Das warst du. Komm mal wieder rein, wa? Ja. Möchte noch mal selber schauen, ob ich meine kleinen Kompanos da drüben nicht sehe. Die Kompagnons. Oh, dieser Fotzenkopf da schon wieder. Oh, ja. Ich bin das. Was bist du denn für einer? Bist du schon oben? Ja. Ah, ich hör dich schon husten. Ey. Ich hab da immer Blut verloren, als ich gehustet hab. Ah, ich verliere wirklich 3 Blut. Lol. Gibt's hier ein Krankenhaus? Ich glaube nicht. Oh, vielleicht ist es auch mit der Bluttransfusion geheilt. Obwohl, nee, man steckt sich ja mit Bluttransfusion eher noch an. Wenn du stirbst, ein elendiger Tod, das hatte ich auch schon durch. Ach, Quatsch. Weißt du, bis ich 11.000 Blut verloren habe und nochmal eine Bluttransfusion, bis dahin ist es Weihnachten, Alter. Ja, wollen wir hier irgendwo rein und auf die Dächer oder nicht? Supermarkt. Direkt zum Supermarkt? Mhm. Okay. Ich weiß gar nicht so direkt, wo er gerade ist. Ach, hier beim Kran irgendwo. Ja. Du willst hier einfach durchrushen. Ja, anders kannst du das hier echt nicht machen, ey. Ja, schon. Wenn du hier durchschleichst, das dauert ja 100 Jahre. Und da braucht nur einer auf dem Dach sitzen, der snackt dich dann einfach weg. Aber wollen die mir jetzt sagen, dass man hier nicht aus diese Mauer rumkommt? Nein. Ah, doch, okay. Komm mal. Glaub schon. Oder auch nicht. Doch, ich hab's geschafft. Soll ich nicht. Doch, du musst nur ein bisschen versuchen. Bisschen rollen und V drücken. Guck. Oder? Nee. Versuch's einfach nochmal. Ich bin irgendwann einfach plötzlich so durchgeflutscht. Ja, das sieht gut aus. Die Schule, die ist mir nicht geheuer. Die kennst du nicht, ne? Oh! Okay, so viel dazu. Das war der Enfield-Typ. Ich blute. Ich blute. Komm hier rein. Ich bandage mich mal eben. Wie sofort das Feuer eröffnet wird. Wie wir auf den draufgeschossen haben, als er da gelegen hat. Alter. Du hast da vorne noch gesagt, die Schule ist ja nicht geheuer, ey. Ja, ich hab's gewusst, Alter. Bei Schulen, da habe ich immer noch ein gutes Gefühl. Da kommt ruckzuck mal so ein Attentäter raus. Der hatte aber einen Freund, würde ich fast behaupten. Ja, das war, glaube ich, der hatte ja eine Enfield. Der eine hatte eine Enfield und der andere hatte, glaube ich, nichts. Hat sie Antibiotika gefunden? Quatsch. Aber ich hatte die letztens mal gefunden, ey. Ich habe gerade mal 500 Blut verloren, nicht mal. Ja, trotzdem. Ich würde gerne mal an unseren Freund hier reingucken. Ja, der hat ja Antibiotika. Der hat ohne Witz Antibiotika. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Gar nicht so schlecht ausgerüstet, der Junge. Was hat der denn? Alles, was man braucht. Map? Nee, sowas nicht, aber Fressen halt und eine Pistole. Gehen wir noch in die Schule rein? Ja. Ja, aber der ist ja bestimmt doch gerade rausgekommen. Ja und? Hast du auch in den Rucksack reingeguckt? Ja. Okay. Alles rausgesnackt. Eigentlich doch eine Box of Matches. Nice. Das ist sehr gut.
Wir ruhen hier gerade. Oh, wenn es am Höhepunkt ist, dann kommt der tiefste Fall, das sage ich dir. Oh ja, das kennen wir ja schon zu Genüge. Der tiefe, tiefe Fall. Scheiße, Wichse. Wie der einfach weggesnackt wurde. Kommt er so raus. La la la. Ja, der hat uns aber auch erschossen. Weiß man nicht, der hat nicht sofort gefeuert. An seiner Stelle hätte ich schneller gezogen. War es ja ein Nubi. So, wo wollen wir hin? Ja, weg hier. Kein Bock mehr auf Bakuta. Okay. Können wir uns ja, wenn wir es aus der Stadt vernünftig rausschaffen und so weiter. Hier vorne war doch noch diese Schrotttürme. Diese Schrotttürme. Dieser Schrottplatz mit diesen Türmen. Weißt du nicht? Nee. Echt nicht? Da sind doch vier Türme. Vier Militärtürme. So oft war ich hier auch nicht unterwegs. Das muss man aber eigentlich kennen. Weiß nur nicht genau, in welche Richtung das ist. Kacke. Klopp zu der Seite irgendwie raus. Da gibt's auf jeden Fall ordentlich, ordentliche Waffen und Munition. Ich brauch mal wieder Munition. Ja, ich nämlich auch. Stanek! Ich hab nämlich gerade wieder viel zu viel verschossen. Ich hab wieder geblutet hat da unten auf dem Boden, ne? Deutsche MTS da? Ja, wir sind MTS und? Was willst du von uns? Ja, aber der Server hat ja auch einen eigenen TS-Server. Oh yeah. Wenn sie da drin wären, dann würde er das ja wissen, oder nicht? CC Muebe Arabi Kramos. Ganz genau. Das ist ein Private. Wie die alle Betitelungen davor haben, ey. Die alle schwul oder was? Ja. Ich bin Lieutenant Freifeuer. Ich hab einen Lieutenant-Rang, weil ich zu dumm bin für alles andere. Aber noch nicht mal einen richtigen Lieutenant-Rang. Ich bin ja General. In der Realität. General? Ich bin Oberkriegsfürst, General, Präsident. Generalpräsident. Alles genau. Und wenn wir von der anderen Seite reingekommen sind, dann, ja, dann macht es Sinn, wenn wir hier lang gehen. Ich frag mich, wo sein Kumpel ist. Vielleicht hat der auch aufgehört zu spielen. Oder der jagt uns jetzt wie so ein Predator. Der schlitzt mich jetzt so von hinten mit seinen Klauen auf. Ja. Da ist der Schrott. Scheiß. Schrottscheiß. Schrottscheiß. Ach, die Türme meinst du? Ja. Die sind immer vollgestopft mit Waffen. Ey, das ist richtig krank. Da habe ich letztes Mal 5 AKs gefunden, AK, MP5, alles, was man braucht. Ja, alles, was man braucht, ne? Ja. Wenn wir das noch überleben, dann sollten wir uns einen guten Ort suchen und einfach aufhören und mit unserem Erfolg, keine Ahnung, froh sein. Dann es können wir sagen, Wasser, überall. Ich habe jetzt auch nicht was zu essen im Rucksack, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch Box of Matches. Oh und yeah. Da läuft ein Hase. Der bringt übrigens 1200 Blut. Okay. Nachdem ich meine schwerwiegende Krankheit auch noch besiegt habe. Das war echt Glück. Alter, was ein Glück, ey. Das ist echt krass, dass ich gerade viel Glück habe. Normalerweise werde ich immer sofort erschossen. Das war ja letztes Mal schon so bei unserem Schusswechsel, dass wir da so ein Glück hatten. Dass uns kein einziger Schuss getroffen hat von diesen Verrückten. Da geht eigentlich, da waren wir aber auch hinter dem Dingens. Also ich war ja immer hinter dem Heuballen. Ich auch, trotzdem. Und dass ich am Flughafen, wurde ich auch angeschossen, habe ich auch überlebt, komischerweise. Schreib mir die IP bei Facebook. Benji. Ja, den hate ich jetzt sofort auf Facebook. Du alter Hurensohn!
Wie heißt du? Okay. Ich heiße Benji. Ist auf jeden Fall sinnvoll, hier in so einem Ficker-Server seinen Namen auf Facebook reinzuhauen. Ja, für was ist das J? Steht das für Jugendlicher? Ja. Weiß ich auch nicht. Mir fällt gerade nichts Witziges mit J ein. Mir okay. Schon, aber ich will es nicht sagen. Hä, mir fällt, warte mal. Hier war ich noch nie. Echt noch nie? Nö. Wie geht die Party? Und the answer is yes. So, 4 Türme voll mit Loot. Noch keine Zombies groß gespawnt. Gute Voraussetzung. Ach, scheiße, ich habe meine Makarov hier weggelegt und einen Revolver mitgenommen. Das war ein bisschen blöd. Gerne schallgedämpfte Makarov. Blöd, ne? Blöd. Blöd. Wish me luck. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Deine Mutter ist, ne? Ich habe Saiga-Munition. Brauchst du die? Ja. Ach, die habe ich ja immer noch im Rucksack, fällt mir gerade auf. Das war der Grund, warum ich fragte. Was ist das hier? Jetzt sind meine Kumpels gespawnt. Oh, 2 Granaten. Da sag ich doch nicht nein. Aua, ich wurde beschossen mit der Enfield. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oh! Eieieiei. Der Typ ist auch tot. Bist du tot? Ja. Scheiße. Ach. Wichse. Das war ein Bandit. Ich übel weggesnackt auf jeden Fall. Der war vom A-Team. Gucken, wenn ich jetzt direkt in Bokuta spawne, kann ich mir natürlich meine Sachen wiederholen, aber... Ja. Weil meine Waffe hier ist oben schon, liegt gar nichts. Meine Waffe ist schon echt nicht schlecht. Oh, die ist echt nicht schlecht, das stimmt. Die ist sogar hammer nice. Ah, ich hab gesagt, das ist gefährlich hier. Da so ein Enfield-Typ kommt. Scheiße, warum hat er dich gekillt? Warum hast du das nicht überlebt, Mann? Fuck! So, jetzt bin ich gespawnt. Warum musst du unser Glück nur im Stich lassen? Jetzt kommt einer mit der... Was kommt? Oh Gott, jetzt kommen hier so eine Psychos angelaufen, Alter. Hä? Was für Psychos? Qualle, was ist los? Jetzt haben die mich auch erschossen. Mann, das waren wieder so irgendeine No-Lifer. Yay. Mein Gott, die da mit ihrem scheiß Auto standen und dann immer, weiß ich nicht. Keine Ahnung, und damit ihren schlechten Headsets da irgendwas gesagt haben. Ich krieg im Real Life nichts hin, deswegen muss ich mir hier Leute umbringen, damit ich den größten Schwanz hab, obwohl ich gar keine wirtschaftlichen Erfolge erziele. Oder wir haben auch einfach Leute erschossen. Ja, aber wir haben nicht so komisch mit unseren schlechten Headsets da gesprochen, Alter. Nicht? Wann sind wir gut? Was soll denn das? Ich spawn hier und hier geht sofort ein Schusswechsel los. Okay, so ein super Respawn-Killer, das ist schon ziemlich schwul. I am friendly, I'll go away. Don't hold me, please. Ist das so? Ich hatte eine Map übrigens, snack die dir mal. Oh, gute Idee. Und einen Kompass. Auch ein bisschen Munition. Ich könnte natürlich deinen Stanag nehmen. Ich bin bei der Old Zormel, bei Norinks Tunnel. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe keine Map mehr. Tunnel? Norinks. Mir so spontan Norinks oder so. Norinks ist bestimmt ein Ort. Ach was. Und hier wurde irgendwann schon wieder vollkommen geballert. Gerade als ich gespawnt bin. So,
Könntest du bitte diese scheiß Leiter runterklettern? Danke. Ah, Mann. Warum musstest du noch sterben? Du hast mich einfach im Stich gelassen. Ja, ich diese Wichser hasse. Alter, von wo sehen die mich denn überall? Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Ob ich den Typ dann gleich zerstört hatte, wo er dich getötet hatte, Alter. Eine Minute früher, ne? Eine Sekunde früher. Ja, er hat mich einmal angeschossen, das habe ich noch überlebt. Ja. Ich hatte ihn dann richtig eins in die Fresse geschossen. Nee, ich bin nicht in der Nähe bei dir. Ich bin da bei den... Wo bin ich überhaupt? Bei den Bergen, glaube ich. René. Ja, warte, ich muss gerade eine Sneaky Action machen. Steiger kann weg. Ja, genau. Oh, was denn? Ein Zombie die Beine gebrochen. Einfach so, ne? Mit einem Schlag. Ich möchte noch deine Map snacken. Das ist wichtig. Weil dann können wir uns beim nächsten Mal wieder finden. Ach, hier bin ich. Ah. Oh, scheiß auf den anderen Scheiß, weg hier! Den Rucksack kann ich leider nicht retten, das ist nicht drin. Hä, hey, wie willst du den auch retten? Ja, umpacken halt, ne? War sowieso nichts Wichtiges drin, ne? Ja, aber mein, da ist ganz viel Wichtiges drin und das ist ein bisschen scheiße. Dann, wenn ich dann deinen nehme. Naja, lohnt halt nicht. Guck mal, wo ich bin. Nee, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei dem ganz südlichen Militärlager. Ja, voll nice. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt auch Schluss hier mit der Aufnahme. Ja, macht ja keinen Sinn, jetzt weiter abzumachen. Ist ja ein bisschen blöd. So, ich hatte meine schöne Zeit.